Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. Und heute möchte ich mit dir mal besprechen die Aufnahmebetriebsarten einer Kamera. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Was sind denn eigentlich Aufnahmebetriebsarten? Was meine ich damit überhaupt? Die Kamera hat mehrere Möglichkeiten, wie man Fotos aufnehmen kann. Und zwar gibt es hier hinten, bei mir zumindest, eine Taste auf der Kamera. Da sind mehrere Fotos quasi hintereinander. Und wenn ich da einmal drauf drücke, dann komme ich hier in ein Menü rein. Und in diesem Menü habe ich bei meiner Kamera jetzt 5 verschiedene Optionen. Ich kann nämlich aussuchen, möchte ich ein Einzelbild aufnehmen oder möchte ich eine Serienaufnahme starten? Und bei der Serienaufnahme, da gibt es insgesamt 3 verschiedene Optionen, die gucken wir uns auch gleich alle noch ein bisschen genauer an. Und am Ende gibt es auch noch den Selbstauslöser. Fangen wir mal mit dem Einzelbild an. Meine Kamera steht normalerweise auch immer auf Einzelbild. Und ja, das ist eigentlich auch so die Standardoption, die man hat, wenn man fotografiert. Bedeutet im Endeffekt einfach nur, dass ich jetzt einmal fokussieren kann. Und selbst wenn ich jetzt länger auf den Auslöser drücke, die Kamera hat genau ein einziges Mal ausgelöst. Bedeutet also, ich kann fokussieren und mache ein einzelnes Foto. Einzelbild eben. Jetzt gibt es aber auch Situationen, wo man mit der Kamera mehrere Bilder direkt hintereinander machen möchte. Und da wäre es relativ kompliziert, immer wieder halb auf den Auslöser zu drücken, um zu fokussieren und dann wieder zu fotografieren. Deswegen gibt es hier auch andere Modi, wie zum Beispiel die Serienaufnahme. Und wir fangen mal mit Serienaufnahme L an. Und das ist jetzt bei jeder Kamera so ein bisschen unterschiedlich, wie viele Bilder pro Sekunde kann eine Kamera zum Beispiel machen. Das ist bei jeder Kamera anders. Da kannst du einfach mal bei dir im Handbuch gucken, wie viele Bilder deine Kamera pro Sekunde dann tatsächlich auch schafft. Bei mir ist es jetzt so, dass ich jetzt hier zum Beispiel auswählen kann, bei Serienaufnahme L, da kann ich mir nochmal auswählen, wie viele Bilder möchte ich denn pro Sekunde machen. Ein Bild, 2, 3, 4 oder 5, das kann ich mir hier entsprechend aussuchen. Ich gehe jetzt hier mal auf 3 Bilder pro Sekunde. Und wenn ich jetzt wieder halb durchdrücke, um zu fokussieren, und jetzt gedrückt halte, dann hörst du, dass die Kamera durchgängig Fotos macht, nämlich genau 3 Bilder pro Sekunde. Jetzt kann ich das natürlich auch hochstellen. Ich gehe nochmal in das Menü hier rein und sage jetzt zum Beispiel mal 5 Bilder pro Sekunde. Dann wirst du gleich feststellen, dass das Ganze wesentlich schneller geht. Achtung, ich fokussiere wieder und drücke durch. Und da hört man schon, ja, diesmal sind es 5 Bilder pro Sekunde. Es geht also wesentlich schneller. Wann macht sowas überhaupt Sinn? Zum Beispiel macht es dann Sinn, wenn du ein Motiv hast, was sich sehr schnell bewegt. Das kann ein Sportler sein, das kann ein Rennauto sein, das kann ein Tier sein, das kann aber auch ein Kind sein beim Spielen. Und vielleicht möchtest du die gesamte Bewegung fotografieren und dir dann dein bestes Bild heraussuchen. Oder du möchtest aber zum Beispiel, wenn jemand von einer Klippe springt ins Wasser, dann möchtest du möglichst viel davon aufnehmen und dir am Ende auch entweder das beste Bild raussuchen oder vielleicht sogar so eine kleine Diashow machen, wo man dann so sieht, wie der Springer wirklich von der Klippe runterspringt und ins Wasser fällt. Und da kann ich halt diese gesamte Bewegung dann durchgängig mit aufnehmen und durchgängig fotografieren. Also da gibt es viele verschiedene Varianten. Natürlich, wenn sich nichts im Bild bewegt, dann macht es keinen Sinn, so schnell hintereinander mehrere Bilder zu machen. Deswegen immer, wenn dein Motiv sich bewegt, dann macht es durchaus Sinn, hier in die Serienaufnahme zu gehen. Jetzt gibt es hier aber, haben wir ja schon gesehen, mehrere Serienaufnahmen. Ich war jetzt hier gerade in der Serienaufnahme L drin und jetzt gibt es zum Beispiel auch noch Serienaufnahme H. Da gibt es jetzt bei meiner Kamera speziell hier verschiedene Varianten von der Serienaufnahme. Serienaufnahme H bedeutet im Endeffekt, dass ich sogar 5,5 oder 6 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann. Ich weiß es gerade selber gar nicht so genau. Aber wenn ich jetzt nochmal gucke, ja, das geht auch wieder relativ schnell. Das geht sogar noch ein bisschen schneller als, wie gesagt, bei Serienaufnahme L, also bei Serienaufnahme H, das Ganze noch ein bisschen schneller. Und dann habe ich noch Serienaufnahme H in Klammern erweitert. Und da geht das Ganze noch mal schneller. Ich glaube, da kann ich sogar bis zu 9 Bilder pro Sekunde machen.
Da sind dann aber so ein paar Funktionen ausgeschaltet. Also zum Beispiel gibt es die sogenannte Flimmerreduzierung nicht mehr. Ich kann, wenn ich einen Blitz hier oben extern drauf packe, den kann ich dadurch nicht mehr auslösen, weil das halt einfach zu schnell geht. Wenn ich das jetzt mal anmache und dann wirst du es gleich mal hören. Achtung. Hört sich schon fast an wie ein Maschinengewehr, ne? Also da kann ich dann wirklich extrem schnell hintereinander weg Bilder machen. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, diese Bilder, gerade wenn ich im RAW-Format fotografiere, können natürlich nicht in der Geschwindigkeit auf meine Speicherkarte geschrieben werden, wie ich sie jetzt hier auslöse. Bedeutet, das Ganze wird immer in einem sogenannten Buffer vorgespeichert und dann auf die Karte geschrieben. Und jede Kamera hat da einen anderen Bufferspeicher, sage ich mal, von der Größe her. Das heißt, es kommt immer auch so ein bisschen auf die Kamera drauf an, wie viel Bilder ich da überhaupt machen kann. Weil wenn du jetzt mal gleich siehst, jetzt gucken wir das Ganze, hören uns das Ganze nochmal an, weil irgendwann wird die Kamera nämlich langsamer. So, hast du gehört? Jetzt war es auf einmal weg, das Ganze, weil jetzt der Buffer voll war und ich entsprechend nicht mehr speichern konnte. Jetzt muss die Kamera erstmal diese ganzen Bilder auf die Speicherkarte speichern. Das dauert jetzt ein bisschen und dementsprechend, man kann jetzt also nicht durchgängig 9 bis 12 Bilder pro Sekunde machen und das über mehrere Minuten hinweg. Das funktioniert also nicht. Also da muss man sich so ein bisschen einig darüber sein, dass man natürlich, wenn man sein Motiv, was sich bewegt, fotografiert, dass man im richtigen Moment anfängt zu fotografieren und sich dann auch bewusst darüber ist, dass das halt nicht ewig geht. Also die Bewegung kann jetzt nicht über 30 Sekunden begleitet werden, sondern da ist es dann natürlich so, dass man dann auch entsprechend nur begrenzt ist. So, und dann habe ich noch eine weitere Aufnahmeart, das ist nämlich der sogenannte Selbstauslöser. Hier kann ich jetzt natürlich auch nochmal, sieht man so einen kleinen Pfeil nach unten drücken hier und dann kann ich mir noch auswählen, wie lange dieser Selbstauslöser gehen soll, also wie lange die Vorlaufzeit quasi ist. Die steht bei mir, wenn ich Landschaften fotografiere, zum Beispiel auf 2 Sekunden. Das hat den großen Vorteil, dass ich dann nämlich die Kamera einmal den Auslöser hier drücke und dann die Kamera nicht mehr anfassen muss und dann hat die Kamera noch 2 Sekunden Zeit, sich wieder auszutarieren, auch wenn die Bewegung wirklich minimal ist, aber sie hat dann noch 2 Sekunden Zeit, wo ich nicht mehr dran bin und dann kann ich auch entsprechend wirklich die Kamera ohne Bewegung fotografieren lassen. Ich kann aber auch 5 Sekunden, 10 Sekunden oder 20 Sekunden auswählen. Wenn ich zum Beispiel Familienbilder mache und ich möchte selber mit auf dem Foto drauf sein, dann kann ich die Kamera auf ein Stativ stellen, kann 10 Sekunden auswählen, drücke einmal auf den Auslöser, habe noch 10 Sekunden Zeit, mich selber noch aufs Bild zu positionieren und dann wird das Foto gemacht. Und das Schöne ist auch, hier unten kann ich jetzt noch auswählen, wie viele Aufnahmen dann nach einer Auslösung gemacht werden sollen. Bis zu 9 Bilder kann ich also hier hintereinander wegmachen lassen, wenn ich einmal den Selbstauslöser gedrückt habe. Das heißt, ich muss jetzt nicht nach jeder Auslösung wieder zurück zur Kamera, sondern ich kann sie auch nacheinander bis zu 9 Bilder machen lassen, bevor ich dann erneut auf den Auslöser drücken muss. Das ist gerade bei Familienbildern auch sehr schön. Gerade überleg mal, wenn du da so 10 bis 20 Leute drauf hast. Einer von denen hat eigentlich immer die Augen zu. Und wenn ich jetzt 9 Bilder hintereinander einfach fotografieren lasse, dann habe ich eine sehr große Chance, dass auf einem Bild tatsächlich alle die Augen offen haben. Das so noch als kleine Info oder als kleiner Tipp noch nebenher. Also, schau einfach mal die verschiedenen Aufnahmebetriebsarten an. Wie gesagt, eigentlich musst du dir nur merken, Einzelbild, Serienaufnahme und Selbstauslöser. Bei der Serienaufnahme gibt es je nach Kamera nochmal unterschiedliche Optionen, wie schnell man dann entsprechend Bilder hintereinander machen kann. Das ist von Kamera zu Kamera immer ein bisschen unterschiedlich. Aber diese 3 Grundaufnahmearten, die kannst du dir mal merken und dann auch entsprechend einsetzen. Also wenn du viele bewegende Motive hast, dann auf jeden Fall Serienaufnahme. Wenn du Landschaften fotografierst oder Porträts, dann ist eher die Einzelaufnahme das Richtige, weil du dann halt wirklich immer gezielt ein Foto machen kannst. Du kannst es kontrollieren und kannst das nächste Foto machen. Oder aber der Selbstauslöser, wenn du selber gar nicht an der Kamera stehst oder die Kamera wirklich auf dem Stativ ist und du sie nicht berühren möchtest während der Aufnahme. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video wieder ein bisschen was weiterhelfen und du kannst jetzt mal rausgehen und verschiedene Motive mal fotografieren und dann dir mal selber überlegen, was macht mehr Sinn, welche Aufnahmebetriebsart macht in dem Moment wirklich Sinn und die dann auch entsprechend einstellen. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß.